Hoffen ich, ist es nicht, ist es, wenn ich auch an der Zeit sagen muss, dass wir Geschäfts heute ein leichtes und wohl sein, sehr auf das Geschäftlichen ergrichten, einfach überwiesen müssen. Also kann der Herr Prokurist schon zu dir hinein. Herr Zanta, was ist denn los? Sie verzeugen ihre geschäftlichen Pflichten in einer eigentlich unerhörten Weise. Ich bitte Sie ganz ernsthaft um eine augenblickliche, deutliche Erklärung. Ich staune, ich glaubte Sie als einen ruhigen, vernünftigen Menschen zu kennen. Und nun scheinen Sie plötzlich anfangen zu wollen, mit sonderbaren Launen zu parallelen. Ihre Stellung ist sicher nicht die festeste. Ihre Leistungen und der letzten Zeit waren also sehr unbefriedigend. Es ist zwar nicht Jahreszeit, besondere Geschäfte zu machen, das erkennen wir an. Aber eine Jahreszeit, keine Geschäfte zu machen, gibt es überhaupt nicht. Herr Sansa, darf es nicht geben. Aber Herr Prokurist, ich merke ja sofort augenblicklich auf. Ein leichtes Unwohlsein, ein Schwindelanfall, habe mich erinnert auf. Es ist mir aber schon wohl, Sie haben vielleicht die letzten Aufträge, die ich geschickt habe, nicht gelesen. Übrigens noch mit dem Nachtzug fahre ich auf die Reise. Die paar Stunden Ruhe haben mich gekräftigt. Halten Sie sich nur nicht auf, Herr Prokurist. Ich bin gleich selbst im Geschäft. Und haben Sie die Güte, das zu sagen und mich dem Herrn Chef zu empfehlen. Haben Sie auch nur ein paar verstanden? Wer mag Sie doch wohl nicht einen Narren aus uns? Um Gottes Willen, ist vielleicht schwer krank und wir quälen ihn. Gretel, Gretel, Gregor ist krank, rasch um den Hals. Hast du Gregor jetzt reden hören? Was war deine Tierstimme? Hören Sie nun den dritten Schlüssel um.